Ja, ich wollte schon immer mal eine traditionelle Bluesplatte aufnehmen und habe dann auch gedacht, wenn, dann macht das wirklich nur Sinn, auch wirklich mit den Originalmusikern. Und dann habe ich im Internet recherchiert und bin dann an Pinetop Perkins gekommen, Originalklavierspieler von Muddy Waters, und Willie Big Eye Smith, der Schlagzeuger, und Bob Stroger und Frank Kokorski, die mit Willie Smith zusammen spielen. Und die hatten dann auch alle ein Management, und dann kam eins zum anderen, und dann ging auf einmal alles ganz schnell, und dann kristallisierte sich raus, 15., 16., 17., 12. 2008 ist der beste Zeitpunkt. Dann ist von dem Routing alles gut, und machen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, log ein, und dann waren wir da. Yeah, this amp is definitely the best here. So I can use it? Yeah. I would like to. I don't like it, boy. I don't like it. I would like to see your show, boy. I bet you're a clown. War natürlich tierische Strecken. Die erste Fahrt ging dann direkt nach New Orleans, mal eben 1000 Kilometer an einem Tag. Und da haben wir dann abends auch mit einem Helden von mir gespielt, dem Waterwolf in Washington. Und da habe ich auch schon früher Platten, und weiß ich nicht, Anfang der 90er war der hier, dann sind wir dahin gepilgert. Und jetzt habe ich mit dem gespielt. Das war schon ein schönes Erlebnis. Zum gleichen Zeitpunkt hatte ich dann auch mit anderen Musikern Kontakt aufgenommen, unter anderem mit Chuck Leavell. Und dann hieß es, ja, der kommt dann vielleicht im Frühjahr nach Deutschland, wenn denn alles klappt. Und je nachdem, wie bei den Rolling Stones, und ob man dann Konzerte kriegt, und ob da, und da waren viele, viele Fragezeichen. Und dann sagte ich mir schon so, ob das klappt. Und wenn ich dann da schon mal bin, frage ich doch mal an. Das sind zwar ein paar Kilometer, aber dann fahren wir halt nach Georgia und nehmen da auf, weil er da wohnt. Und dann sagt er, nee, das passt noch. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, und wenn wir da sind, fahren wir dann nach Chicago rauf, weil als Bluesmusiker, jetzt will ich dann auch alten Chicago Blues aufnehmen, dann sollte man auch mal gewesen sein. Und dann hatten wir uns so 4 Wochen als Tour zusammengestellt und haben dann eben an den anderen Tagen, wo eben nicht diese beiden Aufnahmesessions für eine CD waren, gesagt, dann wollen wir live mit Musikern spielen. Und so kamen dann 4 Wochen zustande, die dann eben geendet sind in Chicago, wo ich dann unter anderem mit James Wheeler dann am letzten Tag zusammen spielen durfte. Dann hatte ich Freunde in Alabama, das war natürlich toll, und die habe ich dann besucht, und dann ging es halt immer weiter. Oh.
da in den Sümpfen von Louisiana, in so einem richtigen Roadhouse, Ruby's Roadhouse. Übrigens auch das Cover hier für die Platte, wo ich dann auch als Musiker stolz bin, wie schön die Bühne angerichtet ist. Habe ich dann den J.B. Elston kennengelernt. Da hat der Besitzer von Ruby's Roadhouse hat dann gesagt, okay, wir machen das, du bist dann Special Guest und ich besorge dir eine Band, von der ich meine, dass das gut harmoniert. Und da haben wir natürlich auch, das hätte so und so ausgehen können. Und dann kam jetzt so ein riesiger Biker-Hühner und so ein Sly Dervish, der wirklich wie der Teufel Slide-Gitarre gespielt hat. Und ja, wir passten super zusammen und haben dann den ganzen Abend gejammt. Wir haben da 3 Stunden Aufnahmen und das war wirklich, wirklich geil. Das war so richtig, wie man sich das in so einem Club vorstellt. Ja, Pistol Pete, ja, ja, ist für mich so Reinkarnation von Jimi Hendrix oder der junge Buddy Guy, so, was ja auch so weit gar nicht voneinander entfernt ist. Ja, der hat mich dann begrüßt mit den Worten, ich will, dass du dir den Arsch abspielst. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das wirst du sehen. Ja, Martin ist der Bassist meiner Band auch und auch ein ganz, ganz wichtiger Mensch auch für mich. Nicht nur, weil er ein super Bassist ist, sondern auch durch seine positive Ausstrahlung und auch Energie. Und sagt dann auch immer, ich spiele freiwillig Bass und gerne. Und das merkt man dem auch an und das überträgt sich auch nicht nur aufs Publikum, sondern auch auf mich, wenn ich das dann spüre. Und ja, der hat den Mel Gehner, der ist sein Kumpel und so über ihn konnte ich dann mal eben mit dem Schlagzeuger von Simple Minds spielen. Alle wieder da waren, verloren sie wertvolle Zeit. Der eine schob zum anderen, haben sich von ihrer Schuld befreit. Mick Taylor, da haben wir in London besucht, halt der legendäre Gitarrist Bruce Breakers, John Mayall Bruce Breakers, aber vor allem natürlich 5 Jahre bei Rolling Stones. Und wollten erstmal zu Beißen gehen. Zuerst hat niemand was bemerkt, fing er auch ganz harmlos an. Doch manchmal war ich komisch.